das Buch, das ich euch heute von der ePol Media gern vorstellen möchte, anlässlich des Tag des Vorlesens, ist von Felix Ni Ajay Doku, Geschichten, Traditionen, Spiele und Rituale aus Afrika. Das Buch ist, wie man sich denken kann, ein Buch, das speziell in erster Linie an Kinder gerichtet ist, aber es ist durchaus auch spannend für Erwachsene oder auch Jugendliche, weil es ja auch neben den Geschichten sehr viel über Traditionen, Spiele und Rituale aus Afrika, in dem Fall aus Ghana, aussagt. Ich möchte heute speziell eine Geschichte daraus vorlesen, und zwar der Kampf zwischen Biene und Elefant, weil es mir und meiner Familie einfach extrem gut gefällt. Im Dschungel lebte einmal ein böser Elefant. Sein Name war Atashur und er war sehr gefährlich, denn er kämpfte gerne mit den anderen Tieren. Die hatten natürlich keine Chance gegen ihn, weil er so stark war. Wenn ihm etwas gefiel, was den anderen gehörte, nahm er es sich einfach, und deshalb war das Zusammenleben mit ihm nicht leicht. Den einzigen, den er ein bisschen respektierte, war der König des Dschungels, der Löwe Manje Jata. Aber manchmal ärgerte er sogar diesen. Einmal kämpfte Atashur gegen ein schweres Nashorn, und alle hofften, es würde ihn endlich besiegen. Doch wieder gewann der böse Elefant. Da dachte sich die schlaue Spinne Ananu Nilelo etwas aus und fragte: Willst du nächste Woche gegen die kleine Biene kämpfen? Lachend stimmte der Elefant zu, und alle anderen mussten bei der Vorstellung des Kampfes des ungleichen Paares auch lachen. Ananu Nilelo trainierte heimlich die kleine Biene, um den Tieren eine Lektion zu erteilen. Als es soweit war, schlossen viele Tiere Wetten ab, und die meisten dachten natürlich, dass Atashur der Sieger sein wird. Nur wenige glaubten, dass die kleine Biene den großen, bösen Elefanten bezwingen könnte. Vielleicht durch ein Wunder. Manje Jata eröffnete den Kampf. Der Elefant wollte die Biene zerstampfen, das war jedoch schwieriger, als er dachte. Sie flog schnell hinter seinen Kopf, und er versuchte, sie mit seinem langen Rüssel nach vorne zu holen. Die Biene stach ihn mehrmals kräftig in die empfindliche Spitze des Rüssels. Er brüllte laut vor Schmerz und schüttelte den Kopf heftig, um die Biene zu verscheuchen. Davon wurde er so schwindlig und fiel mit einem Plumps zu Boden. Die Biene war die stolze Siegerin, und alle Tiere applaudierten ihr. Atashur wurde ausgelacht, und als er sich erholt hatte, musste er sich bei den anderen entschuldigen und versprechen, sich immer fair zu verhalten und niemanden mehr zu bedrohen. Seither respektiert der Elefant die anderen Tiere, und die schlaue Spinne freute sich, dass ihr Plan gelungen war. Ja, und was ganz toll auch ist bei diesen Büchern, sind diese wunderschönen Illustrationen. Also, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust machen können. Und wenn ihr euch das ganze Buch lesen wollt, findet es in der ePol Media zum Ausborgen. Viel Freude damit!